Im heutigen Video zeige ich euch drei glamouröse, bravouröse und einfach geile Games. Wenn ihr, nicht so wie ich, in der Schule gelangweilt seid und etwas zocken möchtet. Friendos, welcome back auf dem aktivsten Channel auf YouTube. Wie ihr im Intro schon gehört habt, werde ich mich heute aufs Vollste fokussieren, um euch drei wilde Games schmackhaft zu machen, die perfekt für ein Päuschen während dem Schulunterricht geeignet sind. An dieser Stelle möchte ich aber noch erwähnen, dass ihr in der Schule immer aufpassen und fleißig sein solltet. Ganz, ganz wichtig, Leute. Wirklich, glaubt mir. Nein, ihr Lehrer draußen, die dieses Video hoffentlich nicht sehen werden. Ich bin ein braver, aufmerksamer Schüler, denn die Meinung dazu habe ich von einem Kumpel. An dieser Stelle auch nochmal danke an dich, Julian. Aber jetzt... Let's go. Wow, wow, wow. Bevor es losgeht, wollte ich euch noch fragen, ob ihr schon gewusst habt, dass wenn ihr diesen Button hier betätigt, ihr dieses Cookie Monster zugeschickt bekommt. Nicht? Dann betätigt ihn trotzdem mal. Man weiß ja nie. Perfekt für meiner Meinung nach, natürlich der meines Kumpels, in einer ätzend langweiligen Deutschstunde, wo man nur so Literatur analysiert, ist 2048 oder 2048 oder 2048 oder... Dabei muss man gleiche Zahlen miteinander kombinieren und dabei entweder die Zahl 2048 zu erreichen oder einfach möglichst hoch. Erstens muss man dabei nicht so starr auf den Bildschirm schauen und kann so auch schnell auf eine Frage des Lehrers antworten und im Auge behalten. Nice. Zweitens speichert es den aktuellen Stand sowie Rekord immer automatisch ab und du kannst im Notfall sofort Alt F4 drücken. Und zu guter Letzt kann man es, wenn man selbstverständlich keine Fehler macht, unendlich weiterspielen. Beziehungsweise der Weltrekord liegt bei etwa 4 Millionen Punkten. Leute, das ist insane. Ich gebe 3 von 3 Sternen. Moin. Seit dem Clip vorher sind ungefähr 4 Monate vergangen. Aber das soll euch auch überhaupt nicht interessieren. Denn ich hatte halt einfach keinen Bock auf YouTube. Und fragt mich einfach nicht, was mit meinem Fingernägel passiert ist. Das wäre schon ein Video für sich alleine. Aber jetzt geht's weiter. Beim nächsten Game kickt bei mir schon richtig die Nostalgie. Nämlich ist es Hill Climb Racing. Dabei spielt ihr einen coolen Dude, der in verschiedenen Fahrzeugen in unterschiedlichen Welten Münzen sammeln muss, um sich immer neue Fahrzeuge und Welten zu kaufen. Zudem wird dabei auch gerne mal einfach auf Realismus geschissen. Auch dieses Game speichert automatisch und ist innerhalb von 3 Sekunden neu aufgestartet. Also, was wollt ihr noch? Auch kann es gratis im Microsoft Store heruntergeladen werden. F an alle Apple-User. Ich gebe 3 von 3 Sternen. So, das letzte Game für heute ist... Rise of Kingdoms. Ja, ja, wahrscheinlich. Nein, tatsächlich handelt es sich einfach um Minecraft. Man glaubt's kaum, aber einfach mit Klassenkameraden auf entspannt eine schöne Welt aufzubauen. Und nur um dann alles in die Luft zu sprengen und jeden einzelnen der Klasse zu deinem Feind zu machen? Naja, es ist halt einfach Minecraft. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bitte gebt euch Mühe in der Schule. Und entschuldigt, wenn die Videos immer so kurz sind. Mir gehen einfach immer die Ideen aus.